Ja, herzlich willkommen, liebe Blaulicht- und Osttechnik-Freunde. Heute wieder mal aus unserem Freilichtstudio hier von der Terrasse. Hat natürlich auch einen besonderen Grund. Ja, den Grund sehen wir hier. Ich höre schon wieder, schon wieder Telefone, haben die nichts anderes zu bieten und so weiter und so fort. Habt ihr natürlich recht, aber das ist DDR-Technik. Ja, sieht man jetzt erstmal nicht so. Um was geht das? Und zwar um eine sogenannte EFA-66-Anlage. Ja, die EFA-66-Anlage, hier sieht man so ein bisschen, besteht aus drei Apparaten, drei sogenannten Wandanschlussdosen. Ja, die dritte liegt hier hinten, aber könnt ihr schon glauben. Und dem sogenannten Relaiskasten. Ja, so. Wir werden uns mal das im Einzelnen ansehen. Vielleicht noch ganz kurz die allgemeine Beschreibung dieser Anlage. Die Einheitsvorzimmeranlage 66, also EFA steht für Einheitsvorzimmeranlage und 66 ist das Baujahr, als die praktisch hergestellt wurde und dann, ja, überwiegend, sage ich mal, in Betriebe, Einrichtungen, Institutionen, Ministerien und so weiter dort eingebaut wurde. Also die EFA 66, eine sogenannte Kleinstnebenstelle. Diese dient hauptsächlich zur Entlastung leitender Mitarbeiter und ermöglicht einen direkten Sprechverkehr zwischen Chef- und Sekretärsprechstelle ohne Wählvorgang über die Vorzimmerleitung. Ja, also wie gesagt, die EFA 66, die hier vor uns liegt. Technische Details jetzt im Einzelnen, ich glaube, das interessiert nicht so. Ihr sollte doch interessieren, einfach unten wieder in die Kommentare schreiben, was euch so bewegt. Das Wichtigste, was man wissen muss, die ganze Anlage läuft mit 24 Volt Gleichstrom. Ja, wenn im Relaiskasten hinten ein Netzteil verbaut ist, da hat man eigentlich keine Probleme. Ja, das ist insbesondere, wenn man vorhat, mal so ein Teil zu erwärmen, sollte man darauf achten, dass das Netzteil dort mit drin ist. Ja, so viel dazu. Ja, was natürlich unser Herz auch immer sehr bewegt, wenn wir so was kriegen, das ist natürlich wieder die Geburtsurkunde. Wir sagen immer Geburtsurkunde, in Wirklichkeit ist das ja eine Garantieurkunde. Ja, in mehreren Sprachen. Hersteller ist übrigens der VEB Messelektronik Berlin. Das war damals im Bereich des S-Bahnhofes Ostkreuz in Berlin. Ja, in 1035 Berlin, also 1035 ist Friedrichshain gewesen. Und in der neuen Bahnhofstraße 9 bis 17. Ich glaube, das Werk steht so ja noch. Ja, wie gesagt, wunderschön. Hier haben wir auch, ist ein bisschen schlecht zu sehen, aber eine Römisch 2-1-2. Diese Zahl sagt uns aus, dass es sich hier um eine EFA 66 Anlage handelt, welche ausgelegt ist für den Anschluss von 2 Amtsleitungen, einem Sekretär und 2 Chefapparaten. Und sehr schön steht natürlich drinne, mit Stromversorgungsbaugruppe. Ja, was steht da noch? Ja, vor der Inbetriebssetzung sind die Relaissicherungen zu entfernen. Hatten wir so ja auch noch drin. Die sogenannte Relaissicherung war eigentlich nicht weiter wie ein olle Gummiband, was oben durch die Anker gezogen war, damit die beim Transport nicht aufeinander schlagen und die Kontakte beschädigen. Ja, was für uns auch noch interessant ist, ist natürlich hier unten der Stempel. Ja, Beginn der Garantie war der 23. Februar 1990. Ja, damit gehen wir natürlich davon aus, weil auch die
sogenannte Gerätenummer übereinstimmt. Ja, mit dies am Relais, am Deckel für den Relaiskasten ist die angebracht, haben wir schon verglichen. Also gehen wir davon aus, 1990 Februar hergestellt. Ja, was wir auch haben, sieht jetzt aus wie über einen Kopierer gezogen, ist es aber nicht. Das ist die Beschreibung der EVA 66 in den Einzelheiten. Ja, warum nicht über irgendeinen Kopierer oder irgendwas? Erstens ist das Papier sehr holzhaltig. Ja, kriegt man ja heutzutage kaum noch. So was. Davon zeugt hier diese etwas gelbliche Farbe. Ja, ansonsten ist hier im Groben alle drinne beschrieben. Es gibt übrigens von diesen Anlagen insgesamt verschiedene Ausführungen. Wir haben also hier die sogenannte Vollausbaustufe. Wie ich schon sagte, mit zwei Anschlussleitungen, einem Sekretär und einem Chefapparat. Dann gibt es noch die Römisch 2-1-1. Das ist ein Teilausbau mit zwei Anschlussleitungen, also die meinen damit immer den Amtsanschluss, einem Sekretär und einem Chefapparat. Dann gibt es den Teilausbau oder zweimal den Teilausbau, das ist dann die Römisch 1-1-2. Das ist dann mit einem Amtsanschluss, hier steht immer Anschlussleitung, einem Sekretär und zwei Chefapparaten. Na und wie kann es anders sein? Dann gibt es die total abgespeckte Version, ausgelegt für eine Anschlussleitung, einen Sekretär und einen Chefapparat. Tja, was uns natürlich auch sehr gefreut hat, wir haben Originalunterlagen mitbekommen. Ja, unter anderem hier ein Nachweis über die Schutzgüte, Erzeugnisse bzw. Messplätze des VEB Messelektronik Berlin. Ja, auch ein Originaldokument, was uns hier überlassen wurde. Dann im Weiteren, ich hoffe, dass man das so sieht, nochmal Beschreibung hier unter anderem über die Stromversorgungsgruppe 375. Ja, man erkennt schon alleine an diesem Papier, das ist also hier so mit Thermokopierer. Ja, kennt ihr heute auch ja keiner mehr. Ja, mit Thermokopierer vom Prinzip her vervielfältigt. Ja, hier unten noch. Da haben wir uns übrigens mal gewundert. Wir haben ja verschiedene Pläne hier. Der hier ist unter anderem vom VEB MEB. Wir haben noch nicht rausgekriegt, was MEB ist. Ja, sind wir noch dabei. Normalerweise müsste da ja drunter stehen Messelektronik. So, dann haben wir, ja, hier sieht man das vielleicht besser mit diesem MEB. Ja, hier unten steht es nochmal VEB MEB. Das ist jetzt ein Schaltplan hier über das Netzteil. Dieses Netzteil ist nicht in unserem Gerät verbaut. Wir haben schon eine modifizierte Ausführung, wo ein sogenannter Positivspannungsregler vom Typ B 3170 V verbaut ist. Ja, also wie gesagt, das ist die alte Ausführung. Ja, dann, wie gesagt, haben wir noch jede Menge Anschlusspläne, Stromversorgung, Bedienungsstationen und. Ja, haben wir gleich. Hier heißen die Dinger nicht Telefonapparat, sondern Bedienstation. Gut, kommen wir jetzt mal zu den einzelnen Elementen. So, zu Beginn der Sendung sagte ich ja schon, dass die Anlage aus drei Bedienteilen besteht. Wir haben hier vor uns einmal den Sekretär. Das haben wir jetzt mal so aufgeklebt. Hier auch die Tastenbezeichnung. Ja, da muss ich gleich noch zum großen Fehler kommen, den wir gemacht haben. Wie gesagt, das ist der Sekretärapparat. Sieht eigentlich genauso aus wie da oben der Chef 2 oder der Chef 1. Und trotzdem haben sie eine unterschiedliche Beschaltung. Ich muss noch mal ganz ehrlich sein. Es ist nicht, also die Chefapparate, die kriegt man zu kaufen mit Anschlussschnur, mit Anschlusskasten und allem drum und dran, was man zurzeit überhaupt nicht kriegt. Kann mir auch keiner helfen. Das ist praktisch die Bedieneinrichtung Sekretär. Ja, warum? Entweder arbeiten die alle noch mit dem Ding. Ja, und deswegen ist das Mangelware. Der Sekretär hat einige Besonderheiten. Wenn wir dazu sehen, hier die Tasten, ja, wie gesagt, wir haben das mal so ein bisschen beschriftet.
zumindest versucht zu beschriften, an sich eigentlich selbsterklärend. Ja? AT1 ist die Anruftaste. T steht also für Taste, A steht für Anruf und 1 für die Leitung 1. Wir haben ja hier Vollausbau, 2 Leitungen. Gleiche hier AT2. Ja, sind also auch zu bedienen. Übrigens nennen die sich Drucktaster mit Leuchte. Geiler Begriff. So, dann haben wir ZT1 und ZT2, das sind diese hellen Taster. Das ist vom Prinzip her eine sogenannte Zuteilungstaste. Wozu die dient, kommen wir noch dazu. Dann haben wir diese beiden gelben hier, bezeichnet mit RTC und RTD. RTC ist die sogenannte, also RT ist die sogenannte Ruftaste. Und zwar einmal für C. Wenn diese Taste betätigt wird, das können wir hinterher auch mal zeigen, dann leuchtet hier beim Chef 1 die entsprechende Signalisierung auf, wird die Taste RTD gedrückt, dann beim Chef 2 ebenfalls das gleiche. Ja, man kann auch beide Chefs rufen, indem man einfach beide Tasten drückt. So, hier unten haben wir 2 Tasten, die eigentlich eine Doppelfunktion haben. Die eigentliche Funktion TT steht für Trenntaste. Das heißt also, wenn jetzt hier ein Amtsgespräch ist, was man beenden will oder hat keine Lust mehr oder weiß der Kuckuck was, ja, muss zur Parteiversammlung ganz dringend, dann hat man einfach diese rote Taste betätigt. Die entsprechenden Anzeigelampen gingen dann aus und man war getrennt. Und wir haben die Taste ET. ET steht für Erdungstaste. Ja, wie gesagt, beide Tasten haben auch noch eine Doppelfunktion. Und zwar, wenn zum Beispiel der Chef 1 seinen Telefonhörer abnimmt, dann leuchtet hier diese Taste rot, nimmt Chef 2 den Hörer ab, dann leuchtet die R-Taste. Das ist praktisch eine Signalisierung. Aha, halt, wie ist die Sekretärin? Da will jemand telefonieren oder weiß der Kuh was. Sofern eine Direktwahl durch Chef 1 oder Chef 2 erfolgt, werden die jeweilige benutzte Leitung hier signalisiert durch ein grünes Licht. Also eigentlich ist das Licht normal, ist eben bloß eine grüne Kappe drüber, olle Plaster hier, Plaster und Elaster. Nee. Wie gesagt, dann wisst ihr Bescheid. Umgedreht genau das gleiche, nimmt die Sekretärin den Hörer ab, ja, dann leuchten jeweils bei Chef 2 und Chef 1 ebenfalls die Lampen auf und dann wissen die, aha, die Sekretärin telefoniert. Ja, dazu in Kurzform, warum jetzt extra ein Sekretär? Die beiden Chefapparate sind adäquat. Ja, die Schalterbelegung, alles, nur eben die Bezeichnung und haben jeweils einen eigenen Klemmplatz im Relaiskasten. Kommen wir noch dazu, kicken wir uns noch an. Der Sekretär hat eine Besonderheit. Und zwar haben wir ja hier bei den Chefapparaten die sogenannte BT-Taste. BT, nichts weiter wie Bodentaste. Jo. So, die rastet. Ja, die rastet hier ein, das sieht man. Man konnte da auch noch ein Tableau oder irgendwas mit anschalten und so weiter und so fort. Also, wie gesagt, das ist die sogenannte Bodentaste. So, anstelle der Bodentaste haben wir auf dem Sekretär hier die RTD. Und die rastet nicht, sondern ist ein Drucktaster. Jo! Wir haben ein bisschen die Tricks, muss ich ganz ehrlich sagen, weil wir ja keinen Sekretärapparat irgendwo kriegen oder Bedieneinheit. Wir haben einfach aus dem normalen Chefapparat, die heißen übrigens wirklich so, ja, das haben wir uns hier nicht irgendwo ausgedacht, haben wir aus dem Chefapparat haben wir einen Sekretär gemacht. Ja, ganz böse gewesen, muss ich ganz ehrlich sagen. Finger verbrannt, wieder mal, ne, bleibt ja nicht aus bei unserer Löterei. Und dazu muss ich auch mal sagen, wir haben absolut von Telefon, außer wie das Ding funktioniert, haben wir weiter keine große Ahnung. Wir haben das komplette Teil auseinandergerobbt, mussten aus dem Schlachtgerät verschiedene Taster ausbauen,
Ja. Selbst die Taster haben da nicht mehr so hingehauen, wie eigentlich der Schallplan ist. Wir mussten halt einzeln durchmessen und. Wir hatten zum Glück aus dem Nachbarort jemand, der mal zu DDR-Zeiten sich mit dieser Technik beschäftigt hat. Und das ist der Peter. Und der konnte uns auch, wenn wir irgendwie einen Rat oder eine Hilfe brauchten oder irgendwas, konnte der uns auch helfen. Wie gesagt, das ist also einer der großen Unterschiede. Der zweite Unterschied, das ist jetzt Marke Selbstbau. Das ist in diesem Anschlusskasten. Das ist ein normaler Anschlusskasten. Also ein Bandanschlusskasten, sag ich mal, von einer Chefstation. Und das ist der Anschlusskasten vom Sekretär. Ja, so, das ist natürlich die Frage, konntet ihr das nicht vernünftig hier oben raustüdeln? Ja, hätten wir machen können. Wir wollten das erstmal ausprobieren, ob das überhaupt so funktioniert. Haben uns hier so ein paar kleine Taster besorgt. Normalerweise kommen da Drehschalter rein. Ja. Gibt's nicht. Ja, also haben wir mal versucht, uns hier mit diesem billig China-Modellbau-Umschalter zu behelfen. Das Doofe ist, was wir nicht beachtet haben, die Dinger müssen ja irgendwie drinnen festgeschraubt werden. Ja, und da ist natürlich der Nippel zu klein, ansonsten würden die Dinger hier rausstehen. Lassen wir uns noch was einfallen. Wie gesagt, muss noch verdrahtet werden hier drinnen. Ja, sind noch vier Drähte, die noch zusätzlich drin müssen, die dann vom Prinzip her als Umschalter dazu dienen. Wenn die liebe Sekretärin irgendwann Feierabend gemacht hat, was man ihr natürlich gönnt, oder sie musste zur Parteiversammlung oder zur Sitzung des Deutschen Frauenbundes, ja, DFD, weiß der Kuh, FTGB, und hat ihren Arbeitsplatz verlassen, da konnten ja nicht jedes Mal die Chefs aufstehen, wenn das Ding hier, der Sekretär, ihr klingelt hat. Demzufolge gab es hier eine sogenannte Nacht 1 und Nacht 2 Schaltung. Also an der voll ausgebauten Anlage. Ja. Wenn jetzt Chef 1 war zu erreichen, hatte auch nichts weiter vor, außer Kaffee trinken, ein bisschen dumm reden und Zeitung lesen natürlich, Neue Deutschland, selbstverständlich. Dann wurde einfach hier umgeschaltet. Und zwar auf, in dem Fall jetzt Chef 1, ja, kam jetzt ein Telefonanruf über das öffentliche Telefonnetz oder über eine Nebenstelle hier an, dann hat das nicht bei der Sekretärin geklingelt, sondern hier beim Chef. Ja, so, der Chef konnte dann vom Prinzip her das Telefonat dann abwickeln. Ja, nachdem wir den Sekretär hatten, mal ein bisschen ranfahren hier, Chef 2. Warum das D dahinter? Das ist für uns so eine kleine, oder beziehungsweise C hier auf dem 1er. Ist einfach mal so für uns ja, eine Eselsbrücke, ja, weil die Tasten sind ja bezeichnet Ruftaste C und Ruftaste D. Und da haben wir gesagt, gut, Chef 2 D und der Chef 1 C. So, was ist jetzt hier eigentlich anders wie beim Sekretär? Die Farben der Tasten sind identisch mit dem des Sekretärs. Ja, grün, weiß, orange, rote und eine weiße. Nee, das ist identisch, aber die Belegung ist schon ganz anders. Ja, mit Ausnahme von den Tasten AT1, AT2, hatte ich ja schon gesagt, das sind die sogenannten Amtstasten, ja, haben wir dann hier die RTS und die RTC. Das ist übrigens auf beiden Chefapparaten ein und dasselbe. Wenn es jetzt ein bisschen geklappert hat, ich bin hier aus Versehen mit dem tollen Plastikdeckel von der Kamera gegen das Telefon hier auch nicht, bitte um Entschuldigung. Also normal, das sind also die Ruftasten S und C. RT steht hier für Ruftaste. Das heißt, der Hörer wurde abgenommen, ja, und dann wurde diese Taste gedrückt. Und in dem Fall hat dann bei dem Sekretärapparat eine Signalisierung stattgefunden. Oder er wollte eben seinen Kollegen hier, den Chef, sprechen, dann die Ruftaste C. So, dann haben wir hier eine MT. MT steht für Mithörtaste. Beispiel, Sekretärin, Parteiversammlung zu Ende, ist wieder an ihrem Apparat. Telefonat kommt an, ja, sie teilt dazu, das macht man mit diesen ZT-Tasten, ob Chef 1 oder Chef 2 das Telefonat kriegen sollte. Also erst hat man das angeboten und wenn die gesagt haben,
ja, nun stell mal durch und so. Nee, dann wurde vom Prinzip her nochmal eine Taste betätigt. Dann müssen wir, bei der Funktion müssen wir nochmal ganz genau kicken. Ist ein bisschen kompliziert und ein bisschen blöde geschrieben. So, und dann vom Prinzip her hat die den Hörer wieder aufgelegt. Die Lampen, dass die Leitung besetzt sind, leuchteten. Ja, je nachdem, entweder ein, zwei oder beide zusammen, je nachdem. Hier wurde das Telefonat geführt. So, jetzt wollte der Chef, egal ob eins oder zwei, dass die Sekretärin entweder mithört oder mitstenografiert oder sonst jetzt anderes. Ja, Steno ist übrigens auch so eine, ja, wie sagt man, Schnelldiktatschrift. Ja, boah, zu DDR-Zeiten relativ beliebt gewesen, wenn zwar auch sehr schwierig zu lernen, ja, aber das hieß damals Stenografie. So, dann hat er hier auf die MT-Taste gedrückt. Bei der Sekretärin leuchtete wieder eine Lampe auf. Dann wusste sie, ich soll jetzt mithören. Ja, so, und konnte dann das Gespräch mithören. Wenn Chef gesagt hat, nee, das wird mir jetzt hier irgendwie so ein bisschen, die muss auch nicht alles wissen, wenn wir uns hier über Jakobs Kaffee und wie ist der Kuckuck was unterhalten, dann hat er einfach kurzzeitig die T-Taste, also die die Trenntaste gedrückt und die Sekretärin konnte nicht mehr mithören. Schöne, dufte Sache. Kicken wir mal, ob wir das hinterher so ein bisschen hier hinkriegen. Also ich muss dazu sagen, wir hätten sie gerne richtig vorgeführt, obwohl wir uns noch nicht sicher sind, ob das auch so alles funktioniert. Das Doofe ist, wir haben hier auf der Terrasse haben wir keinen Amtsanschluss. Nee, der ist natürlich drüben in der, na, fahr mal so rum, ja, da in unserer Sammlung, ja, und ich meine, der Relaiskasten wiegt 11 Kilo. Die Bedieneinheiten, jeder ungefähr 2,2 Kilo, könnt ihr euch selber zusammenrechnen. Dazu kommen noch die ganzen Drähte und alles. Ist also keine Ein-Mann-Aktion. Nee, übrigens, mit 11 Kilo sind wir noch ganz gut bedient. Fahren wir hier so rum. Da haben wir die Abdeckung. Links der kleinere, also nicht der ganz kleine, das ist der, der Wassernapf für die Katzen. Der kleine Deckel, das ist der für die Eva 66 und der bisschen größere daneben, wo die rote Schüssel drauf steht, bitte ohne politischen Hintergedanken, das ist für die Eva 67. Ja, und da kommt auch schon die Hilde, ja, Hauptdarsteller. So, die Eva 67, die Anlage haben wir schon rübergeschleppt. Da wiegt der Relaiskasten alleine schon über 30 Kilo. Ja, die Apparate werden auch so 2,3, 2,4 Kilo wiegen, weil die haben nämlich noch ein paar Tasten mehr drin. Ja, wie gesagt, irgendwann stellen wir auch mal die 67 vor, obwohl wir die wahrscheinlich nicht anschließen werden. Ja, dann kommen wir mal zum Relaiskasten. Man sieht halt schon Relais. Ja, also hier ist relativ wenig Elektronik drin. Die einzige Elektronik, die hier wirklich drin verbaut ist, oder nicht mal Elektronik, ich sag mal jetzt elektronische Bauelemente. Ja, das ist hier vorne ein sogenannter Multifibrator, ein astabiler Multifibrator. Kann man frei übersetzen, Blinkgeber. Ja, zwei Transistoren bei Anliegen der Eingangsspannung schalten die jeweils wechselweise um und eine von den Lampen hier drin fängt dann an zu blinken, um eine bestimmte Signalisierung, dazu kommen wir noch, praktisch darzustellen. Ja, die nächste Wahnsinnselektronik, das ist hier in diesem Entstörfilter. Ist ein Kondensator, eine Spule und eine Schmelzsicherung. Und die nächste Elektronik, die wir haben, das ist hier hinten in diesem, in dieser Spannungsversorgung. Ja, man kann auch Trafo zu sagen. Wie gesagt, hier drinne ist eine sogenannte Grätschaltung. Ja, allerdings schon modifiziert mit Dioden. Ja, ist also kein Selenstab mehr oder so. Dann haben wir hier diesen positiven Gleichspannungsregler 0 bis 24 Volt. Paar Kondensatoren, paar Widerstände und so weiter und so fort. Und das war eigentlich schon, naja gut, da haben wir noch eine Diode. Ja, da ist noch so eine Diode angebracht, die praktisch wie so eine Schutzschaltung ist. Das ist dann auch für die Erde. Ja, da haben wir übrigens noch so eine Diode da unten.
Koffer sieht man so ein bisschen. Ja, hier haben wir mal versucht, Kabelbaum zu binden. Ist ein bisschen in die Hose gegangen. Na gut, so, wie gesagt, wir hatten jetzt die Stromversorgung, wir hatten den Entstörfilter, wir hatten den Asterbier Multifibrator. Dann haben wir hier zwei sogenannte, Bimetallkontakte, ja, welche dazu dienen, sollte die Sekretärin nach 30 bis 40 Sekunden den Hörer nicht abgenommen haben, ja, damit sich das Ding nicht totbimmelt oder irgendwas, dann schalten die hier um. Dann haben wir noch zwei Widerstände hier drin. Das ist, man möge uns verzeihen, dass das so aussieht, aber wie gesagt, wir sind da keine Fachleute. Wir waren zufrieden, dass die Drähte halten. Das ist die Anschlussbelegung praktisch, die dann über Kabel hier zu den Wandanschlusskästen geht. Ja, hat man natürlich oben blöde Kabel gehabt. War nicht ganz so. Ungefähr kann man sich merken, die zwei äußeren Reihen hier, ja, das ist alles für ein Sekretär. Das hier, praktisch bis hier, wo mein Finger ist, da ist so eine Lücke dazwischen, ja, das ist alles hier für ein Chef 1 und das hier ist alles für Chef 2. Die ganzen Anschlüsse. Ja, dann, wie gesagt, die Relais. Kennt ja heutzutage auch schon fast ja keiner mehr. So ein Relais. Ja, außer die Älteren, sag ich mal jetzt. Aber die Jungschen haben wahrscheinlich schon ohne ihn. Nee, ich sag's lieber nicht. Ja, vom Prinzip her, der Aufbau ist relativ einfach. Wir haben hier den sogenannten Anker. Ja, wir haben hier eine Spule. Und wir haben den sogenannten Kontaktsatz. Jetzt kommt eine Spannung an dieses Relais, ja, in unserem Fall hier sind das 24 Volt, dann zieht dieses Relais an. So, wenn dieses Relais anzieht, ich hoffe, jetzt sieht man so ein bisschen, dann öffnen oder schließen sich oder wechseln die Kontakte, also die Kontaktbelegung. Ja, es gibt verschiedene Belegungen, man sieht es schon, hier oben haben wir 1, 2, 3, 4 Kontaktzungen. Hier haben wir drei Kontaktzungen und so zieht sich das hin. Jedes einzelne Relais hat natürlich auch, muss man hier so ein bisschen rumtüdeln, ja, eine bestimmte Funktion. Leider auf unserem Relaiskasten ist das nicht mehr ganz so gut zu sehen und zu lesen. Da sind die Bezeichnungen von den einzelnen Relais. Ja, A1 ist das sogenannte Anrufrelais. Wenn jetzt also ein Telefonanruf hinkommt, dann im Rufzeichen-Rhythmus, ja, zieht dieses Relais an oder schaltet aus. Daneben haben wir AH, das ist ein sogenanntes Halterelais. Ja, damit nicht jedes Mal die Telefonleitung praktisch unterbrochen wird. Wenn hier dieses Relais arbeitet, dann zieht dieses Relais an und hält vom Prinzip her dann den sogenannten Rufton. Alle anderen Relais, wie gesagt, sehr wichtig. Unterscheiden müssen wir, der gesamte Satz, das ist für die Amtsleitung 1 und das ist für die Amtsleitung 2. Ja, insgesamt sind es drei Baugruppen. Hier hinten haben wir noch die Baugruppe 1, das ist vom Prinzip her der Anschluss und so weiter und so fort. Dann haben wir die zwei Baugruppen mit den Relais, also insgesamt drei Baugruppen. So, ein Wichtiges haben wir natürlich noch vergessen. Das Summen jetzt, wir haben ja schon Netzstecker drin. Also es liegen hier schon 230 Volt an. Ja, die Anlage ist konzipiert. Die hat einen Spannungsrahmen, sag ich mal, von 210 bis 240 Volt. Dürfte eigentlich nichts passieren. Man kann auch, weil diese Anlagen sind ja auch in den Export hier, 110 Volt hier drin schalten, ja, geht natürlich nicht. Also wenn wir hier 110 Volt schalten würden, dann macht das irgendwo Puff, nicht irgendwo, sondern hier drinnen macht das Puff und dann, ja, wartet mit dem Netzteil. Gut, wollen wir nicht, wie gesagt, ist also auf die europäische Norm eingestellt auf 230 Volt. Was ganz wichtig ist, so wie ich vom Prinzip her die Spannung anlege, zieht hier das mit B, fahren wir ein bisschen ran, mit B bezeichnete Relais zieht
an, schließt hier verschiedene, beziehungsweise öffnet oder schließt hier verschiedene Kontakte. Damit ist die Anlage einsatzbereit. So, nun ist natürlich die große Frage, was ist denn gewesen, wenn Stromausfall ist? Da gab es eine sogenannte BK, ja, hat mir der Peter erklärt, eine Betriebskontrolle. Und zwar, wenn, das ist genau gleich, als wenn ich jetzt einen Stecker ziehen würde, dann ist dieses Relais praktisch abgefallen, hat man dazu gesagt. Das heißt also, hat sich hier öffnet, hier der Anker, ja, man sieht das auch, hier, das zum Beispiel ist nicht angezogen, das ist angezogen, diese B-Relais, das ist nicht angezogen, nicht angezogen, ja. Wie gesagt, dann öffnet das diese BK-Relais und schaltet um auf einen sogenannten Batteriebetrieb. Ja, dazu gab es extra in den Einrichtungen und so weiter große Batterieräume. Dort standen mehrere Batterien zusammengeschaltet, sodass diese auf eine Spannung von 24 Volt gekommen sind. Das wäre jetzt das eine, dass die Anlage hier funktioniert. Wichtig ist natürlich, dass die Kommunikationsverbindungen bestehen. Und das war ebenfalls gegeben. Ja, in dem jetzigen Zustand, also unter Spannung, konnten alle drei Teilnehmer, ja, die zwei Amtsleitungen benutzen und die interne Leitung praktisch hier von Bedienstation zu Bedienstation. Ja, wie gesagt, haben wir drei Leitungen. Davon zwei Amtsleitungen und eine sogenannte interne. Wenn jetzt hier Stromausfall war, ja, dann konnte oder wurde praktisch zugewiesen durch die Anlage hier, ja, dass die Sekretärin auf Amtsleitung 1 sprechen konnte, beziehungsweise auch Anrufe entgegennehmen konnte und Chef 2 und Chef 1, der da ganz hinten ist, für die war Amtsleitung 2. Man konnte das doch umschalten, ja, da müsste man dann hier irgendwelche Drahtbrücken noch löten und so weiter und so fort. Das wollten wir erstmal nicht so machen. Wir wollten erstmal kicken, ob das Ding überhaupt so halbwegs funktioniert, wie wir uns das so vorstellen. Wie gesagt, wir haben jetzt leider keine Amtsleitung hier. Mach mal einen Vorschlag. Wir machen dazu noch einen zweiten Film, dann richtig mit Telefonleitung und allem drum und dran. Ansonsten wird das Ding hier wieder viel zu lang. Ja, das war es erstmal dazu. So, machen wir mal einen Test. Ja, große Funktion hier mit Makeln und so weiter und so fort. Das haben wir jetzt natürlich noch nicht so drauf, sag ich mal. Aber wenigstens erstmal das Funktionsprinzip, um einfach mal zu zeigen, wie das Ganze so funktioniert. So, Sekretärin nimmt einen Hörer ab. Die Taste TT leuchtet auf. Bei den Chefs leuchtet die sogenannte ET-Taste. Man hört es auch so ein bisschen knistern. Das ist praktisch diese interne Leitung. Ja. Ja, ich hoffe, das hört man. Ja. Also, wie gesagt, Saft ist erstmal da. Saft. Saft ist immer gut. So, jetzt hat die Sekretärin über diese interne Leitung eine Frage an Chef 2. Chef 2 haben wir ja gekennzeichnet mit dem Buchstaben D. Da ist er. Nee, dann drückt die einfach hier auf die RTD-Taste und beim Chef ertönt der Summer. Ja. So, jetzt ist der natürlich nicht an seinem Arbeitsplatz. Dann kann sie auch gleichzeitig, wenn sie hier auf RTC drückt, ja, den Chef 1 die Nachfrage halten. Man hört's, ja, der Wecker funktioniert. Also schöne Sache. So, aufgelegt, überall gehen die Lampen wieder aus. Das heißt also, alle Leitungen sind wieder frei. So, nun konnte natürlich, Chef 1 ist ein bisschen blöde, der hat nämlich irgendwie eine Macke. Ja, so, und da müssen wir auch nochmal gucken. Also, dass jetzt die Trenntaste bei ihm leuchtet, ist klar. Ja, warum jetzt hier eigentlich die für einen Chef 2 leuchtet? Da haben wir bestimmt irgendwo beim Verdrahten einen Fehler gemacht. Ja, normalerweise müsste ja hier jetzt auch die rote aufleuchten und nicht die weiße. Gut, warum auch das immer so ist. So, jetzt will der irgendwas von der Sekretärin. Ja,
Geht natürlich nicht, weil wir haben natürlich hier den Hörer abgenommen. Geschäftsprobe war von der Sekretärin. So, dann leuchtet hier das vom Prinzip her auf. Die kann das entgegennehmen, das Gespräch. Ja, und wenn dann alles soweit geklärt ist, kann sie das oder kann der Chef 2 als Anrufer das wieder beenden. Ja, ja, Hörer muss natürlich immer richtig aufgelegt werden. Hier müssen wir noch den Gabelumschalter mal ein bisschen neu justieren. Ja, der hat irgendwie eine kleine Macke, deswegen, wenn man das nicht richtig auflegt, dann leuchten natürlich die Lampen hier erst einmal weiter. Ja, wie gesagt, das ist erstmal so die grobe Vorstellung unserer EVA 66 Anlage. Fragt mich jetzt nicht, was das kosten würde, wenn man sich so ein Ding irgendwo besorgt. Den Relaiskasten, ja, können wir auch mal einen Stecker ziehen, dann hört man nämlich das Klicken vom Relais. Wenn das dann irgendwann abfällt, klick, ja. Dauert immer eine Weile, ja, weil das ist ja eine Induktivität und die muss natürlich erstmal abgebaut werden. Und dann fällt das sogenannte B-Relais ab. Gut, das haben wir, das haben wir. Die Anschlusskästen haben wir, Relaiskasten haben wir, die haben wir vorgestellt. Uns haben wir vorgestellt, also uns hier, ne? Ja, wenn es euch gefallen hat, wie gesagt, würden wir uns wieder über ein Däumchen freuen, ja. Über ein Abo natürlich auch, ja. Achso, da gleich, das war erst dann, 341 Abonnenten. Da sagen wir mal recht schön Danke, ja. Ist ein guter Schritt für uns, ja. Wir orientieren uns da nicht an andere, die da, was ist egal. 10.000 Abonnenten haben oder sonst irgendwas, ist natürlich ein Träumchen. Aber wie gesagt, uns jetzt darum, ja, dass uns auch gezeigt wird, Mensch, wir sind schon gespannt, wann kommt von euch der nächste Quatsch? Nee, das ist natürlich kein Quatsch. Ja, wie gesagt, wir sind auch keine Filmprofis oder sonst irgendwas. Ja, wir machen das hier alles so, ja, so ein bisschen frei Schnauze, ohne Regiebuch, ohne alles. Gut, wie gesagt, Däumchen freuen wir uns, Abo freuen wir uns und ansonsten machen wir noch einen zweiten Film zur EVA 66, wenn wir dann die Amtsleitung angeschlossen haben und hoffen dann, hier noch mehr Funktionen drin zu haben. Bis dahin, bleibt gesund und munter, lasst euch von Corona nicht ärgern, wie ihr ganzen Weiber heißen. Und wir wünschen euch alles Gute. Bis bald.